So, ich werde ja immer wieder mal gefragt, was es denn nun mit dem Projekt Top Sponsoring Dresden genau auf sich hat und warum ich das als Botschafter unterstütze. Zur Frage Nummer 1, Top Sponsoring Dresden kümmert sich um Sportlerinnen und Sportler aus Dresden und Umgebung, die internationale Topleistungen auch bringen, aber eben nicht so in der Öffentlichkeit, im Fokus der Öffentlichkeit stehen, also sogenannte Randsportarten betreiben. Und da reden wir aber nicht von irgendwelchen Sportarten, die man grundsätzlich gar nicht kennt, sondern da geht es um olympische Sportarten, Leichtathletik, Schwimmen, Wasserspringen, Kanu, Rudern, also alles Sportarten, die man eigentlich kennt, aber den man eben die Athletinnen und Athleten nicht kennt. Und das finde ich eben nicht in Ordnung. Und deswegen kommen wir da auch schon mal zum nächsten Thema. Die Frage war ja, warum ich dieses Projekt unterstütze. Weil ich eben der Meinung bin, dass die Athletinnen und Athleten es komplett verdient haben. Weil sie natürlich auch was davon haben sollen, ihre Strapazen da im Training auszuhalten, den Wettkampfstress auszuhalten und diesen Erfolg dann zu haben. Das soll sich eben auch mal ein bisschen auszahlen. Und außerdem war ich ja selber mal Gewichtheber. Das heißt, ich habe mich auch in dieser Situation befunden, habe eine Randsportart betrieben und war sehr froh, dass es trotzdem welche gab, die mich da unterstützt haben, damit ich meinen Weg gehen konnte. Und deswegen bin ich natürlich dort mit dem Herzen dabei, weil ich diesen Sportlerinnen und Sportlern auch helfen möchte. Das System in Deutschland ist ja folgendermaßen. Es gibt sehr, sehr populäre Sportarten. Ich nehme mal exemplarisch das Beispiel am Fußball heraus. Da gibt es ganz viele Menschen, die Fußball toll finden. Gerade bei den männlichen Zuschauern, Fans, ist es ja so, jeder hat irgendwie als Kind oder als Jugendlicher mal Fußball gespielt oder macht es immer noch. Das heißt, man kann sich da sehr gut reinversetzen, man kann sich mit dieser Sportart identifizieren, man weiß ungefähr, was da vor sich geht und deswegen fiebert man auch richtig mit den Mannschaften, die dann in der Öffentlichkeit auch reflektiert werden. Die ganze Medienlandschaft weiß das und konzentriert sich deswegen natürlich auch auf diese Sportarten, weil sie wissen, dadurch im Fernsehen und Radio stimmen die Einschaltquoten und bei der schreibenden Zunft stimmen die Verkaufszahlen. Das ist alles soweit in Ordnung, das stimmt und das ist das System Nummer in Deutschland. Fußball ist doch die Sportart Nummer 1, da müssen wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, wir müssen das ganze Ding jetzt mal kippen. Nee. Aber die Sponsoren, die sehen das natürlich auch und die sagen sich, guck mal, wenn ich mich hier engagiere, dann bin ich jede Woche zu sehen, beziehungsweise werde ich jede Woche damit in Verbindung gebracht, vielleicht sogar mitten in der Woche. Das heißt, ich habe einen richtig guten Traffic und ein sehr sympathisches Umfeld. Ich präsentiere mich dort mal im nicht kommerziellen Bereich, mache einen schönen Image-Transfer, das lohnt sich für mich. Genauso denken auch Marketingagenturen und Managementagenturen. Wie gesagt, alles richtig. Das Problem ist halt nur, dass andere Sportlerinnen und Sportler aus anderen Sportarten da etwas hinten runterfallen. Was für mich in meiner Auffassung fatal wäre, weil wenn die irgendwann mal das Gefühl haben, jetzt reicht's, also hier fühle ich mich nicht mehr wohl, hier werde ich gar nicht wahrgenommen, hier werde ich gar nicht respektiert, hier wird meine Leistung nicht honoriert, ja, dann hören sie entweder auf oder sie wandern ab. Weil woanders gibt es ja diese Probleme auch und woanders setzen sich auch welche zusammen und sagen, wie können wir da eine Lösung finden und haben dann vielleicht eine Möglichkeit gefunden, diesen Sportlern unter die Arme zu greifen und dann wandern sie eben ab. Wenn das der Fall ist, dann wird unsere Landschaft hier in Dresden, unsere Sportlandschaft, sehr monokulturell. Das heißt, es wird sich wirklich nur noch auf die Sportarten konzentriert, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das wäre mir nicht breit gefächert genug. Denn es ist ja ganz wichtig, dass es um den Allgemeinsport auch geht. Dass also in den Menschen der Gedanke sich festsetzt, Sport ist wichtig. Sport vermittelt Werte. Sport ist für unsere Gesellschaft elementar. Da geht es um Integrität, da geht es um Teamgeist, da geht es um Disziplin, um Zielstrebigkeit. Also alles wichtige Sachen, die für unser Leben in der Gesellschaft entscheidend sein können. Und wenn es aber zu wenig Möglichkeiten gibt, weil es eben wirklich nur noch diese populären Sportarten gibt, na, dann ist die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, auch viel geringer als beim breit gefächerten Angebot. So, und der Breitensport, der lebt natürlich auch vom Leistungssport, denn da gibt es eine Sogwirkung. Wenn es in der einzelnen Sportart sehr erfolgreiche Athleten und Athleten gibt, dann sind die kleinen Kinder, die Mädchen und die Jungs natürlich auch erpicht darauf, danach das auch zu schaffen. Die sagen sich, oh guck mal, das will ich auch erreichen, so, ich habe es gerade gesehen, wie der Weltmeister geworden ist oder wie auch immer.
So, das heißt, der Leistungssport hat mit seinen Erfolgen eine gewisse Sogwirkung für den Breitensport und sorgt dann dafür, dass das Thema Sport allgemein in unserer Gesellschaft manifestiert wird. Und ich glaube, da müssen wir nicht weiter diskutieren. In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie wichtig es ist, dass sich sportlich betätigt wird, dass sich überhaupt bewegt wird, damit man einfach mal auf andere Gedanken kommt, damit man mit anderen Menschen auch zusammenkommt und nicht nur vorm Computer sitzt oder vor der Spielkonsole überhaupt nicht miteinander redet und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich eben der Meinung, dass die Sportlerinnen und Sportler, die hier in Dresden ihre Höchstleistungen bringen und ja, nicht so stark reflektiert werden von den Medien, dass man denen helfen muss, dass man dafür sorgen muss, dass die eben sich hier wohlfühlen, dass die sich repräsentiert fühlen und dass sie auch ein bisschen was davon haben, wie gesagt. Und genau das ist eben die Aufgabe von Top Sponsoring Dresden. Die kümmern sich um diese Athletinnen und Athleten, wollen erreichen, dass sie im ersten Schritt erstmal etwas populärer werden, dass man sie wahrnimmt, dass dann ein paar Zuschauer vielleicht auch sagen, oh, guck mal, das interessiert mich aber auch. Und dann vielleicht auch die Medien sagen, da konzentrieren wir uns auch mal ein bisschen stärker drauf. Am Ende auch die Sponsoren. Und somit ist letztendlich das Ziel dann erreicht. Ein Einzelner hat vielleicht nicht immer die Möglichkeit. Ich nehme jetzt mal als Beispiel. Es gibt jemand, der sagt, 200 Euro hätte ich jetzt übrig, würde gerne den Sport unterstützen, aber ich kann mit 200 Euro kann ich jetzt nicht anfangen, jetzt irgendwie einen Weltmeister oder einen Olympiateilnehmer hier zu fördern. Ist sicherlich in dem Fall etwas schwierig mit nur 200 Euro, aber in der Gemeinschaft entsteht natürlich eine ganz andere Kraft. Und das macht eben Top Sponsoring Dresden. Dieses Projekt bringt die Unternehmen, bringt die Einzelpersonen, die genauso denken, die auch den Sport hier in Dresden unterstützen wollen, zusammen auf einer Plattform und bündelt die Kräfte. Damit hat man natürlich eine stärkere, eine größere Möglichkeit, den Sportlern zu helfen, sie zu unterstützen, was den monetären Wert betrifft. Außerdem entstehen Synergieeffekte unter den Unternehmen, weil durch die Vernetzung man natürlich auch die Möglichkeit hat, untereinander zu profitieren oder voneinander zu profitieren. Und außerdem entstehen auch Möglichkeiten, den Sportlerinnen und Sportlern zu helfen außerhalb des monetären Bereiches. Denn jedes Unternehmen hat eigene Fähigkeiten, hat Möglichkeiten, hat Kontakte. Und wenn es zum Beispiel die Möglichkeit ist, jemanden eine Berufsausbildung zu ermöglichen, all das hilft, dass die Sportler sich hier besser fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Und das ist die Aufgabe, unsere Sportlerinnen und Sportler hier in der Region zu halten und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass es eben richtig ist, hier zu trainieren und für Dresden bzw. für die Umgebung ihre Wettkämpfe zu gestalten. Und Sie merken schon, das ist für mich eine Herzensangelegenheit, da bin ich Feuer und Flamme und deswegen unterstütze ich eben dieses Projekt Top Sponsoring Dresden auch sehr gerne als Botschafter und hoffe, dass es immer mehr werden, die genau der gleichen Meinung sind, um den Sport hier in Dresden vielfältig zu lassen und vor allem ja, respektvoll mit den Höchstleistungen unserer Athletinnen und Athleten umzugehen.